Oh, wir haben einen reservierten Wagen. Oh, oh, wow. Ja, hallo und herzlich willkommen mit alternativen Ton. Den guten habe ich nicht dabei. Im Wald von Oybin. O-Y-Bin. Ganz, ganz sensationell. Kontinentales Klima, faszinierende Sandsteinformation. Ich habe die Führung noch nicht hinter mir. Ich nutze meine Mittagspause, um nicht Mittagspause zu machen, sondern für einen Abstecher hier in diese wunderschönen Wälder. Wow! Das sieht aber schon sehr speziell aus. Ja. Deutliche kontinentale Prägung. Wir sprechen hier zwar von noch subatlantisch, aber wir sind hier auch im Zittauer Gebirge. Heißt das so? Ich glaube schon. Der kleinste Teil vom... Ich muss es euch hinschreiben. Es sind so viele Namen, die auf einen einprasseln. Ich finde das hier alles super, super spannend, aber Eigennamen von Orten, die ich nicht kenne, das bleibt erstmal nicht hängen. Bäume ja. Besondere Felsen auch. Und da sind wir jetzt hin unterwegs. Wie gesagt, kurzer Abstecher, weil ich ein bisschen Zeit für mich jetzt habe. Und das will ich doch einfach mal schnell eben nutzen. Ach so, hab vergessen zu sagen, ich bin hier im Rahmen der Dendrologischen Gesellschaft, unserer Jahrestagung, Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, unterwegs. Und das ermöglicht eben, wenn man die Mittagspause nicht zum Essen nutzen möchte, noch einen kleinen Abstecher auf eigene Faust. Und Heidenai ist das krass hier. Also wir sind sehr, sehr weit im Osten. Noch Deutschland, glaube ich. Oder ist das jetzt schon nicht mehr Deutschland? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss es euch wieder unten hinschreiben. Aber auf jeden Fall, wenn Deutschland, dann sehr weit Osten. Und ist das spannend. Ich zeige es euch gleich. Das führt dazu, dass wir ja grob unterscheiden können zwischen atlantisch geprägtem Klima, so ein bisschen Mittelding zwischen atlantisch und kontinental geprägten Klima und kontinental geprägten Klima. So, und hier bin ich jetzt, was in Deutschland wirklich selten ist, oder fast Deutschland, je nachdem, eben mal im kontinental geprägten Klima. Und trotzdem dadurch, dass wir natürlich auch ein wenig im Gebirge sind, nicht sehr hoch, schätzungsweise vielleicht 53 Meter über Meer, wenn überhaupt, sorgt das natürlich zusätzlich für etwas mehr atlantische Prägung. Gebirge sind fast immer atlantisch geprägt, weil sie halt einfach durch ihre Höhe mehr Wolke abbekommen, mehr Niederschlag und dadurch toll, ne? Atlantisch geprägt wirken. So, oh. Caluna vulgaris, das Heidekraut und Wahnsinn. Also für einen Zufallstreffer, schau mal, was ich hier gerade gefunden habe. Reiner Zufallstreffer. Das ist kein Schatten, das ist eine Spalte. Wow. 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 Haben wir zu Hause nicht. Haben wir da zu Hause wirklich nirgends. Sensationell. Wow. Toll. Ja, cool. Ja, wir haben es hier mit Sandstein zu tun. Keine Ahnung, was für welcher. Was ich euch aber sagen kann, dieses Zeug hier, das sind so einzelne Kiesel.
relativ ausgewaschene Kiesel drin sind. Das nennt man Konglomerat. Das ist also in der Bildung des Sandsteins ein Material, das eben quasi in den Sand eingetragen wurde, der dann später versteinert worden ist. Und ja, verschiedene Schichten, mal mit mehr Konglomerat, mal mit weniger Konglomerat, haben sich da im Laufe der Zeit abgelagert. Und ganz interessant ist auch, dass so ein Sandstein fast immer nicht 100% wasserdicht ist. Das heißt, je nachdem, wo der liegt und wie der geschichtet ist, kann es sein, dass irgendwo Wasser eindringt und ganz langsam woanders wieder rauskommt. Und ja, dann kriegen wir sowas hier, ne? Dass das hier also eine Kluft ist, die dadurch entstanden ist, dass da hinten oder oben fliegen sogar Vögel, da oben irgendwo halt Wasser eingeflossen ist. Mag auch sein, dass das vielleicht, aber dafür sind die Wände zu glatt, und zu viele, hier sind zu viele Konglomeratbrocken rausgewaschen. Schaut mal, kann man hier schön sehen, ne? Also hier saßen große Kiesel drin, die sind rausgewaschen worden. Hier ist so viel vom Wasser abgetragen worden von der Wand, dass die dann irgendwann rausgepurzelt sind. Und deswegen steckt hier kein großer Flusskiesel mehr drin. Und ja, also das muss so ein wenig die Entstehungsgeschichte sein. Ich weiß hoffentlich nach der Exkursion, die wir gleich haben werden, ist immer für mich schön, Gruppenveranstaltungen, bei denen ich die Gruppe nicht anführen muss. Das ist wirklich angenehm, ist wirklich angenehm. Fühle mich da immer sehr wohl, wenn ich mal nichts erzählen muss. Ich meine, ich erzähle auch gerne was, so ist es nicht, da fühle ich mich auch wohl. Aber ja, wie auch immer, Wahnsinn. Also diese Kluft hier, heieiei. Und niemand hat reingeschissen. Ja, mal ehrlich, wenn das Ding hier nicht an einem völlig abgelegenen Ort wäre, hätte jemand reingeschissen. Toll. Was der Ben vor Ort noch gar nicht weiß, ist, dass er sich hier gerade am Fuß, so auf halber Höhe, wo der Wald aufhört und der Fels anfängt, von Bergeuben befindet. Also der namensgebende Berg fürs Dorf, beziehungsweise umgekehrt, das ist heutzutage schwer festzustellen, ist gibt da auch noch ein wunderbares Kloster bzw. eine Klosterruine und eine Burgruine. Vermutlich gab es auch schon sehr, sehr frühe Ansiedlungen auf dem Berg, dass da also irgendwie schon immer Menschen oben gehockt sind. Darf man zumindest annehmen. Es bietet sich ja doch sehr an. Man ist vor sämtlichen Feinden sicher und zumindest für irgendwelche Rituale und kultischen Handlungen, religiöse Gründe und so weiter und so fort, mag das schon durchaus den Menschen schon immer als hilfreich erscheinen. Auf so einem wirklich extrem markanten und wunderschönen Felsen mal drauf zu hocken. Ne? Wie auch immer, jedenfalls Bergeuben stammt aus der Kreidezeit, das ist Kreidesandstein. Der hat sich am Rande eines relativ flachen Meeres zur Kreidezeit gebildet, sprich die Flüsse, die in dieses Meer reingeflossen sind, haben natürlich Sand transportiert, das passiert ja heute auch. Alles, was in die Nordsee fließt, bringt da bekanntermaßen Sand rein. Wer mal an der Elbe war, weiß das, ne? Und dass sich das Wattenmeer angeguckt hat, der weiß das auch. Und das ist damals genauso gewesen. Der Sand lagert sich auf dem anderen Sand ab. Oben kommen neue Schichten von Sand obendrauf. Es kommen noch mehr Schichten von Sand obendrauf. Und irgendwann drückt sich der Sand durch sein Eigengewicht in der Tiefe zusammen. So, und wenn dann da irgendwann der Eintrag von frischem Sand endet und das entsprechende Meer austrocknet, dann kann es auch passieren, dass eben dieser Sand eine ganze Weile sich weiter selbst zusammendrückt, zu Sandstein zusammengepresst wird durch die geologischen Drücke, die da halt eben nun mal herrschen. Und wenn dann eine Gebirgsbildung einsetzt, wie hier beim Schlesischen Gebirge, dann kann es halt eben durchaus passieren, dass dieser Sandstein nach oben gehoben wird. So, interessant ist jetzt allerdings noch, warum ist denn dieser Klotz hier jetzt bitteschön übrig und drumherum ist nichts von ihm übrig. Das darf man dann meistens damit erklären, dass wir es bei solchen Einzelformationen um besonders harte Ausprägungen des jeweiligen Sandsteins damit zu tun haben, weil der nochmal irgendwie durch vulkanische Einflüsse zusätzlich
zusätzlich nochmal durch ja, hohe Temperaturen ein bisschen verbacken wurde. So ein bisschen angetoastet, angecrunched. Crunched ist, glaube ich, der Fachausdruck, der diesbezüglich gerne verwendet wird. Und dadurch ist der schlicht und ergreifend etwas härter als der Stein der Umgebung. Und da die dafür verantwortliche Magma bzw. Kieselsäure, ich bin nicht genug in der Region zu Hause, um jetzt sagen zu können, ob es in diesem Fall jetzt richtig Magma oder einfach nur Kieselsäure gewesen ist. Wie auch immer, jedenfalls hat er dadurch eine besondere Festigkeit erlangt und wird deutlich langsamer als der Sandstein der Umgebung, weil alles andere, was jetzt dieses Tal bildet, war ja auch mal Sandstein, abgetragen. Und das führt auch zu den enorm schönen Bildungen und Erosionsformen, die wir entlang dieses Felsen finden können, weil er eben nur langsam abgetragen wird. Und also wirklich ein wunderschöner Felsklotz für Leute, die sich noch ein bisschen mehr mit Geologie auskennen als ich, sicherlich noch erheblich interessanter. Ich zeige euch nochmal schnell das Kloster. Ja, das Kloster stammt auch von 1300 irgendwas. Da wollte man natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Gott näher sein, indem man eben an einem so herausragenden Ort ein Kloster errichtet. Das ist schon ziemlich lang eine Ruine. Diese Zeichnung bzw. der Stich hier stammt von Philipp Weidt und Gottlob Hammer. Ne? Nur, dass man das noch kurz dazu gesagt hat. Also das hat im 19. Jahrhundert die Romantik stark geprägt. Eben sehr romantische Zeichnungen, wie hier von Caspar David Friedrich, der ist ja für das, dafür bekannt, außerordentlich romantisch in der Romantik gewesen zu sein. Und ja, also das hat sicherlich viele Leute, viele Künstler inspiriert und muss ein ganz, ganz toller Ort sein. Ich bin nicht hingekommen, wie schon erwähnt, weil wir wollten ja Bäume angucken, beziehungsweise den Wald und nicht so sehr Kulturdenkmäler, was einfach der Kürze der Zeit geschuldet ist. Ne? Also man hat sehr viel Programm auf so einer Exkursion und kann leider nicht alles angucken, was man entlang des Weges potenziell finden könnte. Man muss da jeweils auch hinlatschen. Man ist eine große Gruppe, das muss alles organisiert werden. Das geht also nicht besser. Ja, so sieht das Ganze heute aus. Wenn man also einmal Burg, glaube rechts, genau Mitte Klosterkirche und links die entsprechende Wirtschaft zu dem Ganzen. Lohnt sich sicherlich mal ein Besuch, wenn man auch die anderen Begebenheiten da angucken möchte. Es empfiehlt sich mit der Zittauer Schmalspurbahn dahin zu fahren. Die ist wirklich ganz außerordentlich schnuckelig und hat sogar einen Panoramawagen, bei dem man wunderbar eingeraucht werden kann von der Dampflok. Das ja, ist also wirklich, kann ich nur empfehlen. So, zurück zum Ben vor Ort. So, wohl wissend, dass der Ben vor Ort ja über keine speziellen Hintergrundinformationen zum Gebiet verfügt, hat er sich gedacht, er macht das meiste per Voice-Over und filmt jetzt erstmal. Also diese wunderschönen Felsformationen hier, die sind vor allen Dingen durch Winderosion, also einfach, dass der Wind dran vorbeipfeift, zustande gekommen und zweitens durch einfach Wasser, was oben auf dem Fels regnet und dann dran runterläuft. Und der Sandstein, der Kreidesandstein, genau genommen, der ist halt unterschiedlich hart in verschiedenen Schichten und wird daher verschieden schnell abgetragen, wodurch diese lustige, naja, Rettungsringstruktur bei ja, Menschen, die halt Rettungsringe haben, zustande kommt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser beschreiben soll. Den Wald, den wir hier drumherum sehen können, das ist ein Rest von Fichte, die ist wohl an dieser Stelle wahrscheinlich gepflanzt, jedenfalls kommt da keine natürlich vorkommende Fichte vor. Und diverse andere Mischbaumarten, unter anderem ein Haufen Birke. Das ist natürlich ein Stück weit dem sehr trockenen Standort am Fuß dieses Felsens geschuldet, dass da eben, ich sage jetzt mal, besonders wasserbedürftige Bäume Schwierigkeiten haben und die Birke eher zu den Trockenertragenden gehört. Wir finden auch die eine oder andere Kiefer, wie ihr hier schön sehen könnt. Und vor allen Dingen eben neben den paar Randfichten hier auch am Boden einige Anzeichen dafür, dass wir es eher mit einem eigentlich trockenen Standort zu tun haben. Es gibt lustigerweise dann aber auch ein paar Arten, die eher für einen nicht trockenen Standort sprechen würden. Aber typisch
typischerweise und übrigens auch ein nährstoffarmen Standort, weil dieser Sandstein, mit dem wir es hier zu tun haben, der enthält wahrscheinlich wirklich fast nur Sand, möglicherweise ein ganz paar Tonmineralien, die dann noch für einen gewissen Nährstoffgehalt in diesem durchaus sandigen Boden hier übrigens sorgen könnten. Aber wenn wir da mal gucken, wir finden fast überall Heidekraut, wir finden teilweise Borstgras, das ist auch ein ausgesprochener Magerkeitszeiger, zusammen mit dem Heidekraut. Jede Pflanze kommt ja, hat einen gewissen Zeigerwert, dass wenn sie natürlich vorkommt, ohne dass man sie gepflanzt hat, gehegt oder gepflegt hat, dann ist ihre Anwesenheit quasi ein Zeichen dafür, dass hier die ökologischen Parameter für ihr Vorkommen nun mal gegeben sind. Und im Fall von zum Beispiel Borstgras oder Heidekraut bedeutet das, dass das ausgesprochene Magerkeitszeiger sind, die für einen sehr nährstoffarmen Boden stehen. Auch die Birke hat damit überhaupt keine Probleme und kommt hier vermehrt vor. Ebenfalls die Kiefer, wir laufen gerade auf eine zu, hat da ebenfalls keinerlei Probleme mit und kommt da wunderbar mit zurecht. Ne? Und die Fichte wiederum, die ist ausgesprochen bodenwag, also vage. Ne? Der ist eigentlich vieles egal. Ein bisschen mehr braucht sie schon als das, was jetzt zum Beispiel hier der Birke und den Kiefern zum Überleben reicht. Aber grundsätzlich kann rein von den Bodennährstoffwerten die Fichte hier schon überleben. Ja, Wasser ist allein deswegen natürlich irgendwo ein bisschen Mangelfaktor, weil das natürlich alles den Fels relativ schnell runterfließt, aber wohl auch eben in den diversen Klüften des Felsens. Das sind ja nicht nur solche relativ breiten Klüfte, wo Wasser natürlich sofort durchrauscht und dann ist es weg, sondern da sind auch Mikrorisse wohl möglich an manchen Stellen noch drin, wo sich Wasser etwas länger hält. Und ich hatte es ja schon in der Schlucht als Ben vor Ort kurz erwähnt. Ja, worauf ich da gerade zeige, ist das Konglomerat. Ne? Also in Schichten wirklich Kiesel in den verschiedenen Schichten des Sandsteins und unter anderem auch diese Kieselschichten, diese grobporigeren Schichten innerhalb des Sandsteins, die führen auch dazu, dass das Ganze eben geringfügig, und da oben ist er schön schwarz, ja, also da kommt auch nochmal ein gewisser Eintrag von organischer Substanz wohl möglich dazu, dass es da mal gegebenenfalls sogar eine Brandkatastrophe kann es nicht gewesen sein, weil das ist ja ein marines Sediment hier. Das sind ja Meeresablagerungen. Aber welche organische Substanz auch immer da hinten drin gelandet ist, das wäre ganz interessant, wenn man dafür dann halt mal einen richtigen Geologen zur Hand hätte. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, der ist eben an manchen Stellen durchaus ein wenig wasserdurchlässig, der liebe Sandstein hier. Und das führt dann eben auch dazu, dass sich Höhlungen, also überdachte Höhlungen, also wirklich richtige Höhlen aus diesem Sandstein auch herausbilden können, weil irgendwo weiter unten im Sandstein eben das Wasser austritt. Und da dieser Wasseraustritt nach unten teilweise sehr lange dauern kann, bis das Wasser dann mal unten rauskommt, haben wir mit diesem Felsen ein Stück weit einen gewissen Wasserspeicher in der Landschaft rumstehen, der dafür sorgt, dass dieser eigentlich an sich sehr trockene Standort, auf dem ich hier rumstapfe, im Detail dann gar nicht mal mehr so furchtbar trocken ist und an manchen Orten, wo eine regelmäßige Bewässerung aus dem Felsen sozusagen stattfindet, kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die Wasserversorgung okay ist. Ne? Sie ist nirgends gut, aber zumindest okay. Im Übrigen sind die einfach wunderschön, diese Felsen und diese Klüfte hier sind ganz, ganz toll. Ich habe mal den Originalton, das ist Frangula alnus, der Faulbaum. Ja, der kommt an vielen Orten vor, das ist jetzt nichts besonders Spezifisches. Aber ich habe jetzt absichtlich den Originalton rausgenommen, weil sonst würdet ihr zu meinen Ausführungen ständig noch den Ben vor Ort hören, der irgendwelche Dinge sagt wie boah. Und das stört dann schon ein kleines bisschen, wenn der da ständig begeistert ist. Ja, hier sehen wir das Konglomerat nochmal von Namen. Je nachdem, ob die Kiesel, die hier eingebettet sind, eben rund sind, ist es ein Konglomerat, sind sie eckig und mit dem Sandstein verbacken. Also wirklich deutlich kantiger. Und bilden so eine gefühlte Ziegelmauer in etwa, eine zusammengebackene Ziegelmauer, mit ganz winzigen Ziegeln wohlgemerkt, im Sandstein. Dann spricht man von einer Breckziehe oder in irgendeinem anderen Gestein. Das muss nicht zwingend ein Sandstein sein. Aber ja, die sind wunderschön, diese Steine hier. Also die haben eine ganz, ganz eigene Ästhetik und total toller Wald. Ja, aber wir müssen ja noch ein paar Hintergrundinformationen klären. Und ich denke, dafür ist jetzt hier erstmal ein bisschen Zeit für eine Karte.
Und besagte Karte habt ihr ja schon gesehen. Das sind so, ja, plus minus eben die Klimazonen der Erde, jetzt mal so ganz, ganz grob. Und was man eben auf dieser Karte speziell sehen kann, ist eben die Kontinentalität oder eben Ozeanität des Klimas. Beziehungsweise hier wird von maritimen Klima gesprochen. Das kann man so oder so nennen. In Europa spricht man gern vom atlantischen Klima, wenn man meint, dass das Klima ozeanisch geprägt ist, weil unser Ozean, der in Europa halt eine größere Rolle spielt, ist halt nun mal der Atlantik. Die Ostsee tatsächlich hat nur ganz, ganz winzig, also wer die Karte groß genug sieht und feststellt, dass da gefühlt rechts von Südschweden auf der anderen Seite der Ostsee noch ein winziger blauer Punkt ist, da mag tatsächlich ein gewisser atlantischer, Quatsch, eben nicht, ein gewisser Ostsee-Klima-Eckchen. Ja, wohl möglich vorkommen, aber das ist ein winzig kleiner blauer Punkt. Je nachdem, wie groß euer Bildschirm ist, seht ihr den gar nicht. Ja, aber ansonsten ist tatsächlich eben der Atlantik die im Wesentlichen unser Wetter in Mitteleuropa beeinflussende größere Wassermasse natürlich. Ja. Wenn wir uns ganz, ganz West-Nordamerika angucken, also im Prinzip den Streifen vor den Rocky Mountains und die Westhälfte der Rocky Mountains, da ist auch blau. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Dann werden wir feststellen, das ist natürlich kein atlantisches Klima, sondern ein pazifisches Klima, wenn man so möchte. Und wenn man das eben weltweit betrachten will, dann spricht man halt eben von ozeanisch oder kontinental. So, und wenn wir uns jetzt den größten Kontinent, den wir halt nun mal haben, angucken, und das wäre ja Eurasien, dann stellen wir fest, dass Eurasien sich im Wesentlichen aus der blauen Zone, der ziemlich großen grünen Zone und dann noch so ein paar gelben Zonen, hochkontinentale Klimata, zusammensetzt. Letztere können wir ignorieren, weil wir die in Europa nirgendwo haben. Das ist natürlich was ganz Besonderes und betrifft vor allen Dingen da eben hinter Sibirien, gegebenenfalls auch noch Nordkanada, könnt ihr da auch schön sehen. Ein paar Inseln vor Grönland, die noch zu Kanada gehören und so weiter und so weiter. Übrigens auch die Zentralantarktis, da ganz im Süden. Aber ganz was Besonderes. Und natürlich ist das auch ein Unterschied, ob man jetzt sich jetzt die Zentralantarktis oder Sibirien anguckt. Das sind schon nochmal andere Bedingungen. Aber nur damit wir das Gelb mal kurz geklärt haben. Dann gibt es noch das Rosa, das können wir auch weitestgehend ignorieren. Das ist nämlich die tropische Zone. In den Tropen herrscht tropisches Klima. Da ist dieser Einfluss, wie nah du am Ozean bist, viel weniger wichtig als in den gemäßigten Breiten. Es gibt da auch einen Effekt. Die Karte hier ist nicht sehr exakt. Ja, und da kann man sich gerade im Bereich der Tropen auch wunderbar drüber kloppen. Aber da ist nicht so sehr eben diese Westwindzone vorherrschend, die wir zum Beispiel auf der Nordhalbkugel haben. Da kommt der Wind ja immer von Westen. Dementsprechend von West nach Ost wird es kontinentaler. Das sehen wir einmal in den USA. Ne? Also im Westen ganz ozeanisch, im Osten total kontinental. Obwohl da dann langsam der Atlantik wieder näher rückt. Und selbst an der Küste des Atlantiks, der USA-Küste des Atlantiks, haben wir kein ozeanisches Klima, weil der Wind aus der falschen Richtung kommt und über die U also im Durchschnitt und über die USA drüber pustet und entsprechend ja, da nichts vom Wasser des Atlantiks bzw. der Luftfeuchtigkeit der Wolken des Atlantiks auf die USA drauf gepustet werden, sondern alles schön über den Atlantik plus minus natürlich, ne? Nicht alles, aber ganz grob vereinfacht und dann irgendwo in Europa ankommt. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Irland mal angucken, Irland hat sogar noch mal so ein ich sag mal, krasseres Blau, so ein Türkis, ich glaube, das nennt man Türkis, das sind halt die Ecken, die wirklich ein außerordentlich maritim ausgeprägtes Klima haben, wo es eben kaum Schwankungen der Jahrestemperatur gibt, weil der Ozean ja mehr oder weniger übers Jahr verteilt immer dieselbe Temperatur hat, plus minus ein ganz kleines bisschen, da gibt es nur sehr geringe Temperaturschwankungen. Und je mehr das Land neben dem entsprechenden Ozean von diesem Ozean geprägt ist klimatisch, desto stärker beziehungsweise desto schwächer, genau genommen in diesem Fall, fällt die jährliche Temperaturschwankung aus, weil der Ozean kühlt im Sommer und heizt im Winter sozusagen und es gibt wenig Differenz, nämlich unter 10 Grad Kelvin beziehungsweise Celsius zwischen Sommer- und Wintertemperaturen. Und das ist tatsächlich für Irland relativ typisch, die Sommer kühl, die Winter gemäßigt. Und das führt dann eben zu ziemlich ausgeglichenen Temperaturen übers Jahr.
Anders schaut es in sehr kontinentalen Ecken aus, wenn wir also relativ weit nach zum Beispiel Zentral-USA reingehen, dann werden wir da eben feststellen, dass die Temperaturen zwischen Winter- und Sommerklima sehr hoch sein können, die Temperaturunterschiede, nämlich zwischen 20 und 40 Kelvin, also 20 bis 40 Grad Celsius, also enorme Schwankungen, harte Winter, richtig bolle kalte Winter, super, super warme Sommer. Das ist so typisch für ein ordentlich kontinental geprägtes Klima. So, ne, so weit, so klar. Das liegt einfach daran, dass der Ozean dann eben nicht da ist, um eine, ja, ich sag mal, beruhigende Wirkung auf das ozeannahe Land auszuüben. Ne? Im kompletten Mittelmeerraum ist logischerweise auch alles blau. Das Mittelmeer ist jetzt zwar nicht riesig, aber es reicht halt trotzdem dann aus, um da eben für eine ozeanische Prägung der meisten Gebiete in dieser Region zu sorgen. Ne? Der meisten Gebiete. Da gibt es noch diesen großen Fleck da bei Marokko und dem Ding, was nebendran liegt. Und meine afrikanischen Geografiekenntnisse sind offensichtlich beschissen. Daran sollte ich mal arbeiten. Gut, wie auch immer. Jedenfalls gucken wir uns jetzt nochmal Mitteleuropa an und ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Deutschland ist nahezu vollständig blau. Aber jetzt ist diese Karte natürlich nicht sehr exakt, weil es ist halt eine Weltkarte. Und wenn wir jetzt daran zoomen würden und noch eine Karte für Deutschland suchen, was ich jetzt mal eben schnell mache, und ihr merkt gleich, wenn es einen Schnitt gibt, dass ich eine gefunden habe und wenn nicht, habe ich keine gefunden. Ja, und siehe da, das Bundesamt für Naturschutz hat zumindest mal die Naturräume und Großlandschaften Deutschlands hier als Karte anzubieten. Und das sieht natürlich ganz anders aus als diese weltweite Karte, weil es halt eben sehr stark darauf ankommt, wie wir denn bitteschön unterscheiden wollen, was denn nun kontinental und was atlantisch ist und wo man da die Grenze zieht. Das ist einfach letzten Endes eine Definitionsfrage. Und tatsächlich unterteilt man in Deutschland da eben das atlantische Gebiet. Das ist das im Prinzip Niedersachsen und ja, die Westhälfte von Schleswig-Holstein und noch ein kleines bisschen Nordrhein-Westfalen ist da sicherlich auch noch drin. Und es geht noch so ein Stück weit. Ist das schon Thüringen oder ist das Sachsen-Anhalt? Nagelt mich gerade nicht fest. Ich sehe es nicht. Für mich ist die Karte gerade auch sehr klein in dem Moment, wo ich das hier einspreche. Was auch immer, jedenfalls alles andere ist kontinental, bis auf den kleinen Alpengürtel, den wir da unten in Südbayern logischerweise noch haben. Oberbayern, Verzeihung. Und das war's. Das sind so die drei Großregionen, Großlandschaften in Deutschland, die eben biogeografisch so ein bisschen unterschieden werden. Das hat sich irgendwann mal eingebürgert, genau genommen 2011. Wurde jetzt diese Karte hier erstellt, ist für die meisten Naturwissenschaftler viel zu grob. Und drum unterscheiden wir in Deutschland im Regelfall eben zwischen tatsächlich atlantischer Prägung, das ist hier der atlantische Bereich, der ist atlantisch geprägt, da muss man nicht drüber diskutieren, aber im Kontinentalen eben nochmal deutlich unterscheiden, ob wir es hier mit einer subatlantischen Prägung oder schon mit einer subkontinentalen oder wirklich einer kontinentalen Prägung zu tun haben. So, und jetzt seht ihr hier in der Deutschlandkarte ganz rechts außen, ne, also ganz im Osten, so einen winzigen Zipfel von Deutschland, der nochmal so wie so eine kleine Nase, Schnabel oder wie auch immer ihr das nennen wollt, nach Tschechien reinragt, wo so ein Stück Polen dran entlang führt. Am äußersten Zipfel dieser Nase sitzt Eubin. Und da sind wir gerade. Und das ist so ziemlich einer der kontinentalsten Flecken, die wir in Deutschland finden können. Da sind wir also möglichst weit weg von atlantischen Einflüssen, ozeanischen Einflüssen, also deutlich in einer kontinentalen Region, was man auch an den geringen Jahresniederschlägen für Eubin merkt. Da regnet so 450, 500, ja, schwer zu sagen, Millimeter im Jahr, je nachdem, welche Ecke man sich anguckt, je nachdem, auf welcher Seite vom Felsen man sich befindet. Und das sind schon deutlich geringere Jahresniederschläge als der bundesdeutsche Durchschnitt. Der liegt, meine ich, bei 750 oder 850, irgendwo so da dazwischen, je nachdem, welche Periode man sich anguckt. So grob kannst du sagen, alles unter 300 ist zumindest ein saisonales Wüstenklima. Alles unter 150 ist dann Wüstenklima. Das nochmal zur Orientierung.
Und bei Eupen sind wir so bei 450. Und das heißt, also ja, schon nicht Wüste offensichtlich, nicht? Da wachsen ja Bäume. Aber es ist nicht gerade üppig. Und es braucht halt Kleinstrukturen in der Landschaft, die dann für einen gewissen Wasserrückhalt in der Landschaft sorgen. Und dazu kann tatsächlich auch so ein Buntsandsteinfelsen wie der Eubiner Berg, der Berg Eubin, so heißt er, durchaus dienen. So. Aber damit genug zu kontinental- und atlantischem Klima. Das ist für mich halt spannend, weil wirklich andere Pflanzen und anderes Wachstum der Pflanzen in einer deutlich kontinentaler geprägten Region auftreten, als in einer deutlich atlantisch oder zumindest subatlantisch geprägten Region, wie zum Beispiel mein Schwarzwald, ne? Unten links auf der Deutschlandkarte. Der ist hier zwar im Kontinentalabgebiet gebildet, aber ist halt als Gebirge so hoch, dass sämtliche Wolken an ihm hängen bleiben, sodass der Atlantik, nämlich der neben Frankreich, schon noch einen deutlichen direkten Einfluss auf den Westschwarzwald, mindestens den Westschwarzwald hat, weil, wie gesagt, sämtliche Wolken vom Atlantik da drin nochmal hängen bleiben, weil die Vogesen, die auf der anderen Seite vom Rheintal im ausgegrauten Frankreich liegen, einfach zu klein sind, um da nennenswert Einflüsse zu haben. Ne? So, das wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist Ruß hier an der Decke. Hier wurde offensichtlich das eine oder andere Feuerchen drunter gemacht. Das kann schon ewig lange her sein. So Deckenruß hält sich bis in alle Ewigkeit. Wow! Wunderschön! Heieiei! Gut, dass ich mich nicht fürs Mittagessen angemeldet habe. Sonst wäre ich nämlich jetzt nicht hier, sondern beim Mittagessen. Oh. Ich muss trotzdem ein bisschen Zeit einplanen für tatsächlich ein kleines Mittagessen. Ich habe was im Rucksack, was Schnelles. Aber ja, sensationell. Ich gucke noch ein kleines bisschen weiter. Ja, und dann lassen wir den noch mal ein bisschen weiter guckenden Ben noch ein bisschen weiter gucken und klären mal kurz, was es eigentlich mit der Tanne in dieser Region aus sich hat. Das war für mich nämlich auch so eine ganz spannende Sache, mir das einfach noch mal zu verallgegenwärtigen. Das hier ist das Verbreitungsgebiet der Weißtanne. Ja, Weißtanne ist nicht die Fichte, das ist dieser andere Nadelbaum, den wir in Teilen Deutschlands rumstehen haben. Erfahrene Zuschauer wissen, dass das ein Unterschied ist. Und die hat sehr gelitten, beziehungsweise fast jeder Baum hat sehr gelitten in mindestens der letzten und auch den vorangegangenen Eiszeiten, ne? Also dieser weiße Bereich hier im Grün, in der Mitte vom Grün, das sind logischerweise die Alpen. Ich denke, so viel Geografiekenntnis darf ich allen zutrauen. So, und als wir jetzt die Eiszeiten hatten, waren die Alpen halt dickfett vergletschert und der Gletscher hat sich vor allen Dingen nach Norden geschoben, weil es nach Norden halt immer kälter wurde und von Skandinavien dann ja auch schon wieder der nächste Gletscher von Norden nach Süden quasi gekommen ist und von den Alpen von Süd nach Nord sozusagen. Und in der Mitte war da nicht mehr allzu gut Kirschen essen. Da war zwar jetzt nicht direkt Eis, aber halt eine Tundra-Vegetation, wie man so heute aus Nordsibirien, Nordkanada, solchen Gebieten ungefähr vergleichbar kennt. Nicht ganz, schon nochmal was anderes. Es gibt diesen Vegetationstyp, den wir damals hatten, schlicht nicht mehr. Den kann man auch nicht wieder herbeiführen. Das wäre Quatsch, weil das entsprechende Klima einfach nicht mehr da ist. Kann es den gar nicht geben. Aber nichtsdestotrotz hat eben diese ständige Überfrierung von Deutschland in jeder Eiszeit, ist das ja passiert mit der Ausbreitung der Gletschern, dazu geführt, dass unsere in den Warmzeiten wieder
zurückgekehrten heimischen Baumarten dann einfach innerhalb von Deutschland alle weggestorben sind. Das heißt, ein Großteil des grünen Bereichs nördlich der Alpen, den könnt ihr euch als tot vorstellen. Ja? Die Bäume haben sich nicht Richtung Mittelmeer zurückgezogen, sondern alle anderen sind gestorben, bis auf die im Mittelmeerbereich. Nämlich einmal eine Restreliktpopulation, nennt man das, Eiszeitreliktstandorte. Einmal da so, sag mal, Richtung Kroatien runter und einmal tatsächlich in Südfrankreich. Ungefähr so wie der die grünen Ecken in Südfrankreich, die wir da jetzt sehen können. Ne? Also so quasi am Fuß der französischen Alpen, der Westalpen. Da gab es wohl ein paar günstige Ecken, wo das Eis nicht hingekommen ist, wo die Tanne ganz gut überlebt hat. So, und jetzt ist das Eis zurückgegangen in jeder Zwischeneiszeit, beziehungsweise jeder Warmzeit zwischen den Eiszeiten, aber natürlich auch heute. Und die Tanne hatte die Möglichkeit, sich wieder auszubreiten. Das hat sie von den beiden Reliktstandorten, Eiszeitreliktstandorten, ausgetan. Stellt euch also vor, es gibt nur noch zwei grüne Punkte, einer in Südfrankreich und von mir aus einer in Kroatien ungefähr. Und von dort aus wandert die Tanne jetzt wieder los, um quasi Europa oder Teile Zentraleuropas rückzuerobern. Übrigens da im Bereich des, ich sag mal, Balkan, da könnte es auch noch ein paar Reliktstandorte gegeben haben, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Für uns interessant ist vor allem der in Südfrankreich, weil von da ist die Tanne quasi an den Alpen entlang geschlichen, mit Gebirgsklima, so mehr oder weniger ein bisschen ins Flachland, aber immer so ein bisschen am Hang geblieben, kam dann zu den Vogesen und dem Schwarzwald, schön zu erkennen an der tannenfreien Rheinebene dazwischen, und hat sich dann vom Schwarzwald aus das Tiefland in Schwaben auslassend, so Richtung Thüringen, Sachsen-Anhalt, so etwa in die Richtung Nordbayern natürlich, ausgebreitet. Auch hier kann man sich jetzt streiten, wie korrekt diese Karte ist. Das ist jetzt nur Wikipedia-Karte und gerade bei Vegetationskarten und Vorkommenskarten, Arealkarten von Bäumen kann man sich da prächtig kloppen. Zum Beispiel die in meinen schlauen Büchern sehen deutlich geringer aus. Da hat es also deutlich mehr weiße Flecken und viel weniger grüne Flecken drin. Aber nichtsdestotrotz befinden wir uns in Eubin in einer Ecke, in der es natürlich vorkommende Tannen gibt. Und zwar interessanterweise vielleicht sogar, also theoretisch sollte es da natürlich vorkommende Tannen geben. Ne? Ob das noch welche sind, die übrig sind aus der Wiederbesiedlung nach den Eiszeiten, das ist eine andere Frage. Inzwischen läuft übrigens der Ben auch weiter. Theoretisch haben wir hier die Zusammenführung der beiden oder der drei vielleicht bestenfalls sogar Reliktstandorte der Tanne, die nach der Eiszeit wieder eingewandert sind nach, naja, schon Deutschland und hier für eine große genetische Vielfalt der theoretischen Tanne geführt haben. Leider hier in diesem Waldstück nur der theoretischen Tanne, ich habe keine gesehen, das heißt nicht, dass keine da ist, ich habe auch noch wenig Zeit gehabt und nicht gut aufgepasst. Weiter hinten im Wald gibt es sehr wohl Tannen und die Tannenwälder sehen hervorragend aus. Die haben auch wenig Schäden erlitten. Die Tanne wächst hervorragend nach, die Jungtannen. Und vielleicht ist gerade die genetische Vielfalt, dass hier verschiedenste Tannenherkünfte für die größtmöglichste genetische Vielfalt eines Tannenwaldes sorgen, somit ein bisschen ein Faktor. Das ist jetzt reine Spekulation, ne? Aber ich spekuliere jetzt einfach mal gerne ein wenig, weshalb diese Wälder teilweise wirklich beeindruckend aussehen. Und hier, wie gesagt, das ist jetzt nicht direkt ein klassischer Tannenwald. Der ist auch noch ein bisschen trocken, dass sich die Tanne so richtig, richtig wohlfühlen würde. Das ist auch eine Fichte. Aber ja, man kann sich schon vorstellen, dass sie auch eben wegen so ein bisschen Tension in der Umgebung vorkommt. Ne? Ja, und dann gibt es noch ein zweites Bemerkenswertes, was die Bäume angeht in dieser Region. Nämlich, ich erzähle euch seit Jahren, also gerade langjährige Zuschauer können jetzt aufhorchen, dass die Lärche doch eine Baumart, und da müssen wir jetzt hier dringend stoppen, bevor wir an wichtige Orte laufen, nämlich für die Lärche gibt es halt auch eine Verbreitungskarte, die ungefähr so aussieht. Damit bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, aber naja, grob stimmt schon. Also die klassische Lärche, die man so kennt, das ist tatsächlich eben eine alpine Baumart. Inwiefern die jetzt ihr natürliches Vorkommen, zum Beispiel auch in den Bayerischen Alpen, die sind hier ja teilweise mit dem Grünen drin, wirklich hat, da kann man sich zum Beispiel kloppen. So ein paar reliktartig winzig kleine Lärchenstandorte mag es da vielleicht geben, aber mindestens in den Zentralalpen und in den Südalpen kommt sie standardmäßig vor, dass sie auch in den Westalpen vorkommt. Das ist sicherlich eher jüngeren Datums.
Alpenraums. Aber ja, das Grüne ist so die Standard-Alpenlärche, die man kennt. Ja, viele Herkünfte der Lärche, die irgendwo in Deutschland, sie ist ein heimischer Baum, weil es halt eben gefühlte 3, 4 Lärchen in Bayern gibt und damit gibt es Lärchen, die natürlich in Deutschland vorkommen und damit gilt sie als heimisch, was Quatsch ist, weil wenn du die in Schleswig-Holstein hinpflanzt, dann ist sie keineswegs heimisch, auch wenn sie theoretisch im Nationalstaat Deutschland irgendwie heimisch ist. Ne? Das ist aber eine völlig andere Klimazone, das ist relativ bekloppt, dann von einem einheimischen Baum zu reden, der hier natürlich vorkommen würde. Das ist wie eben, wenn du die Fichte ins Flachland pflanzt, wissen wir alle, wie das geendet ist. Das muss ich hier niemandem erzählen. Also von daher ist da einheimisch oder nicht einheimisch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen knackpunktartig, etwas eigenartig. So, spannend sind die roten Vorkommen. Das sind nämlich die Carpathica-Varietät wohlgemerkt. Ne? Also europäische Lärche, Larix decidua, Varietät Carpathica. Das sind hier diese roten Dinger. So, und jetzt haben wir uns ja sicher gemerkt, wo Eubin liegt, das ist nämlich dieser Zipfel Deutschland, der da eben zwischen Tschechien und Polen nach Tschechien reinragt. Und gleich daneben, ein Stückchen weiter, ist ebenfalls im Schlesischen Gebirge das erste X-Gebiet zu finden. Und Entschuldigung. Da finden wir die sogenannte Sudetenlärche. Ja, also auch ein Stückchen weiter südöstlich. Wenn dann die etwas größeren roten Gebiete kommen, weiter kommt dann die Karpatenlärche. Das ist dann auch wirklich die karpatische Lärche. Aber es gibt eben auch die Sudetenlärche, wie sie gerne genannt wird. Und von der könnte man jetzt sagen, dass die unter sehr ähnlichen Bedingungen garantiert auch im Eubin-Zipfel wachsen würde. Und das ist jetzt hochgradig spannend, weil damit hätten wir eine Lärchenherkunft, die von ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet her viel weniger eine Hochgebirgsbaumart ist, als das bei der Alpenlärche der Fall ist. Und damit hätten wir genetisch, und das wird im Übrigen auch so gemacht, ich bin nicht der Erste, der das rausfindet, und damit hätten wir genetisch eben Lärchenherkünfte, so man dann da in den Sudeten überhaupt noch irgendwelche echten autochthonen Lärchenwälder findet. Ja, das ist eine andere Frage, ob es da noch wirklich welche gibt. Und da wurde viel nachgepflanzt und man kann sich da alles ein bisschen kloppen und so weiter und so fort. Aber in der Theorie kann man aus den Sudeten Lärchen Saatgut gewinnen von angepassten Lärchen auf geringe Höhenlagen. Das geht schon ab bestenfalls 400 Meter Höhenmeter hoch los. Ha? So, und jetzt haben wir ja in der Mitte von Deutschland ungefähr so ein Gebirge, wo der Wald fehlt. Das nennt sich Harz. Ja? Und wenn man jetzt eine Mittelgebirgslärche hat, die angepasst ist an Mittelgebirgswachstumsbedingungen und mit großer Trockenheit klarkommt, weil da hinten eben nicht mehr viel atlantische Prägung, ne, wir hatten drüber geredet, zu finden ist, dann kann man jetzt ganz wunderbar mit Provenienzen und Varietäten sozusagen arbeiten und sich eben bei den Sudetenlärchen oder bei den Karpatenlärchen meinetwegen auch, das ist jetzt nicht so wichtig, ausgewählte, besonders schöne Lärchenbestände suchen, dort Saatgut gewinnen und diese Saatgut unter gewissen Auflagen und so weiter. Das ist alles ziemlich kompliziert in Deutschland. Zu Recht, ja, im Großen und Ganzen ist das schon recht gut gelöst, dass wir ein Forstsaatgutgesetz haben. Das wird jetzt noch komplizierter, weil die EU sich jetzt einmischt. Kann man sich kloppen, ob das eine gute Idee ist. Egal, jedenfalls könnte man von da wunderbar angepasste, trockenheitsresistente, nicht Hochlagenlärche gewinnen, um sie zum Beispiel in den Harz zu pflanzen. Und das bringt uns zu einem kleinen Werbeblock. Denn eine der Möglichkeiten, um den Harz wieder aufzuforsten, ist eben da die richtige Lärche beispielsweise hinzupflanzen. Und wie toll die dann aussehen können, das könnte man sich beispielsweise auf meinen Harz-Exkursionen, die Ende August nochmal stattfinden, blende ich euch gleich ein, wann, wie, wo und so weiter und so fort, theoretisch nochmal genauer angucken. Da gäbe es noch ein paar freie Plätze. Wer da also nochmal Lust hat oder zum ersten Mal Lust hat, beides ist mir herzlich willkommen, sich dann nochmal die Harz-Tour anzuschauen und im Harz nochmal ein bisschen zu gucken, was es da so zu sehen gibt mit der Wiederbewaldung, der ist dazu herzlich eingeladen. Näheres dazu unter einmannimwald.de. So, aber dann sind wir hier mit der Lärche eigentlich auch durch. Das wollte ich einfach nur unbedingt nochmal angesprochen haben, weil das für mich wirklich sehr, sehr spannend ist, so nah am natürlichen Verbreitungsgebiet der Sudetenlärche eben dran zu sein. Entsprechend schön sehen auch die Lärchen in den Wäldern um Eubin aus. Ich habe da nur leider kein Bildmaterial, weil ich war mit Zuhören beschäftigt. Ne? Ich war ja selber Gast auf der Exkursion.
Wow. Oh, Schwefelflechte. Schwefelflechte. Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendein Schutzgebiet ist. Es gab zwei leere Holzschilder, auf denen nichts draufsteht. Drum kann ich beim besten Willen nicht sagen, ob Schutzgebiet oder nicht Schutzgebiet. Ausgetrampelte Pfade gibt es auf jeden Fall. Normalerweise rechtfertigt dieses Ding hier, ja nicht anfassen, sehr wohl ein Schutzgebiet. Das reicht schon. Das ist die Schwefelflechte oder eine davon. Ich bin nicht genug Lichttheologe, um genau sagen zu können, welche, aber auf jeden Fall eine Schwefelflechte. Die sind sehr, sehr selten. Ja, das Vorhandensein von den Dingern reicht eigentlich normalerweise schon aus, dass du ein Schutzgebiet durchgesetzt bekommst. Wunderschön. Woher der Name kommt, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Und diese Felswand hier dazu, sensationell. Sensationell. Wirklich, wirklich toll. Eieiei. Aha. Schön hier. So, aber ihr habt es ja schon gesehen. Ich glaube, hier mache ich mein Mittagspäuschen. Oh, ist das toll. Ei, 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 ei. Oh, herrlich. Wunderschön. Ja, ich glaube, da hoch geht's nach Mordor. Hey Sauron, altes Haus. So. Und das war auch schon wieder mein kleiner Abstecher in die Felsen oberhalb von, ich habe schon wieder vergessen, tut mir wirklich leid. Hier ist wunderschön, aber es sind einfach so viele Eindrücke dieser Tage. Ne? Ich mache hier ganze Tagungen durch, von Freitag bis Mittwoch. Also da kommt ein bisschen Eindrücke zusammen. Daher Ortsnamen. Ich bin froh, wenn ich mir den ganzen wissenschaftlichen Krempel merken kann. Das kriege ich lustigerweise auch eigentlich besser hin als Ortsnamen. Ja, daher. Aber vielen Dank fürs kleine Reinschauen in diesen kleinen Beitrag. Oh, guck mal da oben. Och, das ist ja alles abgeschliffen. Das sieht total toll aus. Ja, ich hoffe, der Voice-Over-Ben hat euch ein paar Takte dazu erzählt, wie sowas zustande kommt. Weil der Ben vor Ort vermutet Wind, also in dem konkreten Fall da oben wird mit Sicherheit auch Wind dran beteiligt sein. Der weht hier nämlich relativ gut, kann man hier sehen an der wackelnden, was ist es denn? Birke. Oh, Moorbirke. Ei, schön, 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 schön. Betula Pubescens. Hm. Ja, und das meinte ich jetzt eben, als ich gemeint habe, es gibt hier noch ein paar Überraschungen, was den Wasserhaushalt der Landschaft angeht. Eine Moorbirke, wie der Name schon sagt, ist jetzt eher eine Birke, die auf nasse Standorte angepasst ist. Und dass die hier jetzt vorkommt, hier an diesen Felsen, ist überrascht erstmal. Aber das wird vielleicht wirklich mit dem Wasserspeicher, den eben diese Sandsteinfelsen darstellen könnten, vielleicht zusammenhängen. Wer da anderer Meinung ist, mag mich bitte gerne korrigieren. Das ist jetzt wirklich bloß mal einfach nur so eine spontane Theorie. Es ist aber definitiv eine Moorbirke. Also ganz eindeutig. Herrlich. Krass. Hätte ich jetzt hier gar nicht erwartet. Aber ja, eindeutig. Behaartes Blatt. Wie auch immer, bedanke mich für die kleine Aufmerksamkeit. Entschuldige mich für die Begeisterungsrufe ständig. Und gucke mal, dass ich nicht zu spät komme zu unserer nächsten wunderbaren Führungsveranstaltung. Tschüss.